Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life in the Woods. Wir haben in der letzten Folge hier irgendwo ein Lichtlein gesehen. Wo ist das hin? Ein schwebendes Lichtlein. Das war irgendein Viech. Ein Viech, was auch im Nether gibt. So viel weiß ich. Sobald es angreift, gehe ich in den... Was ist los? Ach so. Na, der Wolf. Hallo Schaf. Wo ist das Licht hin? Verdammt, ich hätte es, glaube ich, nicht aus den Augen verlieren dürfen. Vielleicht ist es ja noch hier unten. War es da, glaube ich? Nee. Da war auf jeden Fall so ein Licht. So ein durch die Gegend schwebendes Licht. Ihr müsst mir glauben. Genau wie den Zombie da hinten, den ich natürlich gesehen habe. Ich bin ja nicht blind. Die Runde sind schon irgendwie praktisch. Dieses Licht ist weg. Schade. WZW, ich finde es nicht. Und nein, das ist es nicht. Aber so ungefähr sah es aus. Nur ich glaube noch voluminöser. So wie ich. Ich bin auch voluminös. Ich höre es doch. Ich glaube, das ist irgendwo in der Höhle. Ja, hier unten irgendwo ist eine Höhle. Oh, nee. Da ist er. Da lacht das Zebra. Hallo, Vogel. Safari-Bälle hätten wir echt mal mitnehmen sollen. Mann. So viele schöne Tiere haben wir jetzt hier gesehen. Wo
Wobei ich sagen muss, einen Elefant haben wir jetzt zum ersten Mal gesehen. Hier auf dieser Reise. Was schon beachtlich ist. Also nur einen zu sehen. Sonst sehen wir immer so, so 1000 Stück. Ja. Ich bin übrigens ein bisschen übermüdet, deswegen, bin ich erstens so still und zweitens nicht gerade in Topform beim Reden. Also, ich brabbel vor mich hin. Was ja sonst nichts mehr ist. Ernsthaft, da geht's überhaupt gar nicht weiter. Dafür habe ich jetzt eine Fackel verschwendet. Mann. Alter, lass mich hoch! Mann. Oh nein, nicht schon wieder die. Alter! Hör doch auf, immer zu den ungünstigsten Zeitpunkten zu ruckeln. Jetzt lass mich hoch. Hallöchen. Na du. Schöner Baum. Mann, wieso geben die keine... Wieso geben die keine Saplings? Es wird dunkel. Nein! Hallo! Es ist dunkel! Dunkel, 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 dunkel! Es ist dunkel! Es ist dunkel, du Sch... Wow! Minecraft. Du Minecraft, du. Da muss doch irgendwas sein. Alter, doch nicht die Mana-Bohne. Hallo? Na und? Gefällt sich deinem Laub? Hund. Und du lebst ein bisschen gefährlich hier.
Alter. Ich glaube, der eine Hund ist tatsächlich runtergesprungen. What an idiot! Selber schuld, wenn du runterspringst. Ich warte mal eben hier auf Saplings. Oh, wir haben schon 3 Stück. Geil. Das geht also nicht mit, wenn man das mit Sicheln macht, sondern man muss die einfach so droppen lassen. Gut. Was habt ihr mit meinen Hunden gemacht? So. Mehr gibt's nicht. Sehr schön. 4 Stück. Eine bessere Ausbeute habe ich mir nicht gewünscht. So, als nächstes gehen wir da hinten hin zu diesem Monsterbaum. Ja. Ein Panda. Oh. Ich guck mal eben kurz da hinten nach Setzling. Oh nein. Ach, das war ein Bär, okay. Kleine Tanne da kann ich gleich mal ankratzen. Der See der Monstertannen. Hier hätte ich gerne ein, ups, ein Häuschen mit einem Netherportal. Stopp. Hilfe. Ich hätte gerne noch etwas. Bestätigt. Schwarzbär, Silberbaum, Denting, Schmiede, nasse Schlucht, aha.
Haus im Mammutwald. Hasen. Schöner See im Bambuswald. Dort überall hätte ich gerne Häuser mit Netherportale, wo ich dann immer hierhin zurückkehren kann. So. Jetzt markieren wir erstmal das hier. Mit dem hier. See der Riesentarnen. So. Selbst das Schreiben ging gerade ziemlich, ja. Das ist auf jeden Fall ein Biom. Entschuldigung. Das ist auf jeden Fall ein Biom, was ich nur mit meinem Monsterrechner hoffentlich, Monsterrechner sage ich schon, für meine Verhältnisse. Monster ist das ein Monsterrechner, ja, aber nicht generell. Och nein. Ah ne. Ich habe Tannensetzlinge, okay. Okay. Und zwar sogar ordentlich. So, knacksen wir die hier nochmal an. Tannensetzlinge. Meine Güte, sieht das schön aus hier. Problem, Sonnenaufgang sieht man hier nicht. Sonnenuntergang, ja. Aber der Sonnenaufgang nicht. Alter. Das sieht schon geil aus hier. Aber es ruckelt nicht so stark, wie ich eigentlich gedacht hätte. Was ist das denn hier? Nehme ich aber nicht mit, weil es viele sind. Oh. Vorsichtig mit den Hunden. Okay. Schneebären. Schneebären. Oh Gott. Ein Tannenwald voller Bären. Ist es normal? Ich weiß ja nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Teddyologe. Oh Gott. Na gut, ein bisschen war schon gut. Ja. Phänomenal. Phänomenal schön und groß vor allem. Bösartig? Nein.
Beine da? Alle Beine da. Wieso ist da oben... Ach, so deswegen. Okay. Hallo. Nicht ruckeln. Die schweinische Hauptversammlung. Kokos los. Kuckusnus. Ich hätte gerne noch Vanille. Oh Gott. Was hüpfte da gerade rum? Irgendwas Langes hüpfte da rum. Sah aus wie ein Krokodil. Ich hoffe nicht. Was haben wir da? Etwas, was wir schon haben. Mango, sag ich doch. Okay. Hui, ich glaube, da vorne kommt irgendein Biom, was nicht so gesund ist. Oi, was ist denn hier los? Hallo. Hat das bestimmt dieser Baum hier wieder. Wow. Oh. Oh. Das war so ein Viech. Boah, irgendwas ist hier gerade gewaltig am Abrödeln. Oh. Man kann das angehen, dass da hinten ein Dschungel ist? Irgendwas ist in der Nähe, was so richtig den Rechner fordert gerade. Oh, das ist hier aber. Das kann natürlich auch angehen. Das wird immer schlimmer. Oh, Entschuldigung. Und.
Hier war doch gerade einer. Da ist sie. Ah, endlich mal ein Ei. Eieiei. Könnte natürlich auch an den ganzen Lianen liegen. Schlucht. Hä? Mann, langsam nerven die Hunde. Alter, ernsthaft? Eine Diamantenangel, auch nicht schlecht. Oh, da bin ich nicht hin. Ich will hier raus. Ey, hier. Hast du Ei gelegt? Ne? Na gut. Oh Gott, was ist denn hier los? Gute Nacht. Ich hoffe, es greift jetzt nichts an. Aber wir haben ja unsere Hunde da. Guten Morgen, Hunde. Nee, ich will es nicht probieren. Wow, da will ich runter.
Okay. Das Salz kann ich ja ruhig da lassen. Ganz schön viel Kupfererz. Mann! Hallo! Oh. So, dann nehmen wir noch das mit. So. Oh, den da unten habe ich gar nicht gesehen. Okay, ich nehme mal da hinten zu den... Das sind sogar drei... von diesen Viechern. Geil. Vier. Ja, saugeil. Fünf. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Haben wir hier. Hey. Habe ich noch was gesehen? Das nehme ich mit, bevor ich es übersehe. Also bevor ich es vergesse. Und dann gehen wir nochmal runter, weil... Ein bis zwei von diesen Haufen habe ich übersehen. Da haben wir einen. Ruckeln wir mal dahin. Eisenkies. Krähe. Thank you.
Hervorragend. Dann gehen wir nochmal da hinten hin. Alter, was ist denn hier los? Hier ist ja überall nur dieses Kies. Wieder 3 Stück. Krass. Muss gleich eine neue Schaufel machen. Ah, scheiße. Jetzt muss ich eine neue Schaufel machen. Am besten eine neue Schaufel und eine neue Spitzhacke. Na, Hundi? Ich habe dich gesehen. Ja, dich habe ich nicht gesehen. Das tut mir aber leid. Au, wo kommt der denn her? War das der da unten? Nee. Hä? Auf jeden Fall gab es wieder Eier. Eier, Eier, Papaya. Oh, das ruckelt, ey. Dachte ich mir, dass es hier schon, dass es hier noch mehr gibt. Da hinten sehe ich noch einen. Laufen. Wow. Hier ist ja noch ein Haufen. Was? Tiefste Nacht und er sagt mir, ich kann vom Bach schlafen. Tiefste Nacht. Nee. Alter, was ist denn mit dem... was ist denn mit dem Kopf los? Hund mit Genickstarre. Fünf, sieben, drei. Hm. Ah, hier. Speckstein, Speckstein, alles muss verspeckt sein. Habe ich es da gerade richtig gesehen? Hm. Nee, wohl doch nicht.
Hallo? Oh. Ja, ruckeltechnisch geht hier gerade überhaupt gar nichts. Deswegen würde ich sagen, in der nächsten Aufnahme geht's weiter. Tschüss.